Eine Untersuchungskommission, die vom Justizministerium eingerichtet wurde, hat politische Eingriffe während der Amtszeit des verstorbenen Ex-Sektionschefs Christian Pilnatschek bestätigt. Pilnatschek hatte bei einer heimlich aufgenommenen Runde mit Bekannten im Wirtshaus über Versuche der ÖVP berichtet, Ermittlungen zu beeinflussen. Das wurde am Montag bei einer Präsentation des Berichts von der Untersuchungskommission bestätigt. Die Kommission kann beziehungsweise muss am Ende ihrer gut sechsmonatigen Arbeit in allen angeführten Punkten eine positive, weil zutreffende Befundung abgeben. Der Befundung stellt Kreutner voran, dass das österreichische Justizsystem prinzipiell ein sehr gutes sei. Gleichzeitig hat die Kommission im Rahmen des Untersuchungsauftrags auch festgestellt, dass sich in Einzelfällen, insbesondere beim Zusammentreffen spezieller Parameter, und auf das wird Kollege Küspert auch einsteigen, folgende Tatsachen und Phänomene aber auch gezeigt haben. Eine nach Ansicht der Kommission höchst problematisch, hier allgemein umschriebene Zwei-Klassen-Justiz. Fehlende Distanz zur Politik sowie zu Medien wurden ebenfalls erkannt, ebenso ein zum Teil stark frustrierter Instanzenzug. Konkrete Beispiele benannte der ehemalige Präsident des Bayerischen Verfassungsgerichtshofs, Peter Küspert. In der sogenannten Inseraten-Affäre sind im Erhebungszeitraum Ermittlungen gegen zwei hochrangige Regierungsmitglieder geführt worden. Und innerhalb dieses laufenden Verfahrens hat der Sektionschef in seinem Büro ein Treffen mit dem Justizsprecher der Partei der Beschuldigten abgehalten und diesem Justizsprecher in allen Einzelheiten den Stand der Ermittlungen, auch interne Diskussionen in der Staatsanwaltschaft zur Strafbarkeit und zum weiteren Vorgehen, politische Reaktionen des Koalitionspartners oder zum etwaigen Untersuchungsausschuss erläutert. Ein weiteres Phänomen will ich bezeichnen mit In-Group-Favorism. Das hat damit zu tun, dass in geschlossenen Organisationen die Neigung besteht, Mitglieder der eigenen Gruppe zu begünstigen und zu bevorzugen. Und damit werden bestimmte Regeln und Normen missachtet, zum Beispiel die Vorschriften über Amtsgeheimnisse oder Datenschutz, die Befangenheitsregeln vor allen Dingen. Auch da haben wir einige Fälle gefunden, in denen entsprechende Regeln missachtet worden sind. Das betrifft beispielsweise die Gespräche des Sektionschefs mit Beschuldigten in der sogenannten Kasach-Affäre. Weiters ortet der Bericht nahe Beziehungen, Seilschaften und politische Anbiederung. Vorwürfe in den eigenen Reihen würden ebenfalls nicht entsprechend aufgearbeitet. Was auch eine Befundung ist, was wir gefunden haben, sind parteipolitisch kontextualisierte Bestrebungen bzw. konkrete Vorhaben zur Schwächung bzw. letztendlich auch finaliter zur Zerschlagung der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft. Die Kommission forderte als eine Konsequenz die Abschaffung der Zwei-Klassen-Justiz und die Einrichtung einer unabhängigen Generalstaatsanwaltschaft, was auch Justizministerin Alma Sadic betonte. Das alles zeichnet für mich auch ein Bild, das politische Parteien versucht haben, in der Vergangenheit auf die Justiz Einfluss zu nehmen, und das ist ganz klar für mich, dass es jetzt notwendig ist und dass der wichtige Schritt gesetzt werden muss, eine wirklich von der Politik unabhängige Generalstaatsanwaltschaft einzurichten. Der Originalbericht umfasst 230 Seiten. Untersuchungszeitraum war vom 1. Jänner 2010 bis zum 14. Dezember 2023. 6 Monate lang hatte die Kommission, die im Dezember des vergangenen Jahres eingesetzt worden war, ermittelt.